Samsung Galaxy S9 und S9 Plus. Neue Flaggschiff-Smartphones aus Südkorea. Auf dem Mobile World Congress hat Samsung mit dem Samsung Galaxy S9 und dem S9 Plus seine 9. Smartphone-Serie vorgestellt. Vor allem die Kamera des S8-Nachfolgers hat es laut Hersteller in sich. So sind die Low-Light- und die Super-Slow-Motion-Videofunktion, eine HDR-Wiedergabe und ein Live-Fokus nur einige Highlights der überarbeiteten Kamera. Ab sofort kannst du die beiden Smartphones bei Vodafone vorbestellen. Alle neuen Funktionen und was die beiden Geräte sonst noch so können, erfährst du auf featured.de. Mobile World Congress 2018 – Highlights der Smartphone-Messe. Vom 26. Februar bis zum 1. März findet der Mobile World Congress 2018 in Barcelona statt. 2300 Aussteller und rund 110.000 Besucher werden von der Presse zum wichtigsten Treffpunkt der Mobilfunkindustrie erwartet. Die über 320 Aussteller stellen dieses Jahr nicht nur neue Smartphones, sondern auch das 5G-Netz, die Sicherheit im Internet der Dinge sowie die Netzneutralität in den Mittelpunkt des Events. Alle Neuheiten aus Barcelona findest du bei featured.de. Drohnensicherheit per IoT. Vodafone entwickelt Erkennungssystem. Vodafone testet derzeit gemeinsam mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit eine auf Mobilfunktechnik basierende Methode, die mehr Sicherheit im Drohnenflugverkehr schaffen soll. Bei dieser werden Drohnen mit einem LTE-Chip ausgestattet und können durch ein IoT-Drohnenerkennungssystem mit Echtzeiterfassung ständig lokalisiert werden. In Sperrzonen ist dadurch eine Fernsteuerung der Drohnen durch beispielsweise Fluglotsen möglich. So soll gefährlichen Situationen im Flugverkehr vorgebeugt werden. Für 2018 sind fortführende Tests der Software geplant. 2019 soll das Drohnenerkennungssystem dann auf den Markt kommen.